Ja, genug gerantet. Ich wäre dafür, wir spielen lieber ein bisschen Cult of the Lamb. So. Mach's mal ein bisschen lauter, weil ich habe den Ventilator hinten laufen. Weil es einfach viel zu warm ist, die Tage. So, checken wir mal kurz mal alles durch. Alle sind noch halbwegs satt. Da hinten ist auch alles voll. Ich würde sagen, ich hau einfach direkt ab. Ich gehe direkt in den Dungeon rein. Jetzt gerade geht es allen noch gut. Wir gehen zum Wasser und machen die erste Runde. So. Hinterlasse schwarzen Ikor, Bewegungstempo erhöht, Chance, dass Relikte spawnen. Oh, cool. Und 5 Eifer, wenn ich getroffen werde. Ist okay. Das Schwert ist nice. Das mag ich, glaube ich, gar nicht so sehr. ja. Dann schauen wir doch einfach mal. Oh, ich habe das Giftschwert. Gerade gar nicht drauf geachtet. Ah! Das ist das. Oh, das betäubt Gegner. Das wusste ich gar nicht. Nope. Oh, du greifst auch mehrmals an. Okay, dann spiel hin kurz. Verwende ein zufälliges Relikt. Das klingt cool. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht. So. Ziel ist es, den dritten Bischof zu klatschen. Bin ja mal gespannt. Habe ich überhaupt das Schwert oder? Ne, ich habe den Dolch. Was rede ich denn da? Dachte ich, das Schwert, aber nee. Ziel ist es, den nächsten Bischof zu klatschen. Und ich hoffe mal, der wird auch nicht so hart wie die anderen, weil. Also gerade der zweite Bischof. Und, der Zeuge, die waren richtig knallhart drauf. Oh, nice. Der Fernangriff von dem Dolch ist echt auch gar nicht mal so schlecht. Hilfe? Nicht mehr so viel Eifer. Müssen aufpassen. Kann ich einfach dagegen schleudern? Oh, göttliche Inspiration. Moment, warum? Hä? Was habe ich gemacht, um Inspiration zu kriegen? Hat er sich gerade selbst in die Luft gejagt? Wie geil. So praktisch, dass man mehrmals treffen kann. Aua. So. Hier. Oh, ich habe Lux random bekommen. Cool. So, wie sieht's aus? Ich könnte jemanden retten. Ich könnte halt auch jemanden kaufen. Kaufen klingt gut. Wir kaufen uns jemanden. Wer bist du hier? Herausforderung erhalten. Hallo, da Kreuzfahrer. Falls du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne Flüche zu benutzen, mache ich dir ein wertvolles Geschenk. Wenn du versagst, dann gibt es halt nichts. 3 Räume ohne Flüche. Okay. Können wir mal versuchen. Nehmen wir das mal mit. So. Wie teuer bist du denn? 20. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Bei wie viel waren wir? Wir hatten Gogo, ne? Das heißt, das ist Rokugo. Nice. Und direkt 7 Mützen wieder zurückbekommen. He grumpy. Das mitnehmen. Wow. Ih, der verfolgt mich ja. Okay, du meinst. Hast du ein Schild? Wait, habe ich gerade mit dem Ping-Pong gespielt? Nö, eigentlich ist es okay, das, was ich habe.
Wie cool, dass es jetzt auch solche Gegner hier gibt, die Ping-Pong spielen wollen mit mir. Nope. Oh, Sarah hat ein hohes Alter erreicht. Feels bad, man. Hilfe? Cool. Da bist du aber was ganz Besonderes. Wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. So, was solltest du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Oh, neue Karte? Eine neue Tarotkarte freigeschaltet. Cool. Nice. Fehlen so noch zwei theoretisch. Was ist eigentlich mit den Kultanhängern, die noch die geopfert wurden? Die sind weg. Ja, der Todesstreich ist schon nice. Ja, den Todesstreich mit. Die sind weg und wurden kaputt geopfert. Wo ist der Kescher? Oder die Flasche? Ach, Hermida ist schon wieder. Geschätzter Kunde, welch kleine Welt. Schön, dich wiederzusehen. Was ist das für ein Geruch? Wäschst du dich denn nie? Ey! Oha, pass auf, dass du dich die Orientierung verlierst. Hier gehen ständig Sachen verloren. Es ist so einfach, seine Münzen zu verlegen. Einfach wird beklaut, der Sack. 19 Münzen, habe ich gerade gesehen, hat er mir geklaut. Frech. So, hallo, Saleos, der Zweite. Yikes. Der haut verdammt gut rein. Holy shit, wieso bin ich schon tot, was? Wie viel Schaden habe ich denn bitte genommen? TK, du hast ein hohes Alter erreicht. Komm mal her. Er hat dir schon mal 200 Münzen geklaut. Yo. Was? Ach, das sind voll die dummen Gegner, die ständig mich anrempeln wollen, ne? So. Bus! Der kam schnell. Das war ein echt ekliger Gegner. Da wäre eine Fernkampfwaffe echt gut. Und nicht das kurze Dölchlein, was ich da hatte. Achso, stimmt, ich kann ja noch was machen. Ja, dann, der Missionar halt. Ja, TKs Opfer war auch so, Nun. Hat's ja gebracht. Hallo, Gogo. Nee, nicht Gogo. Rokugo haben wir gesagt. Was ist das denn da für eine Fähigkeit? Trägheit. Und Korprofil. Wieso mögen die alle Scheiße, die in meinen Kult kommen? Das kann ja wohl kaum mein Einfluss sein. Hi. Ach, Gogo ist zurück. Du hast ein Opfer mitgebracht. Aha. 18 Fleisch. Noch mehr Fleisch. Ja, jetzt geh erstmal schlafen. Wir können ja dann mal Yongo wegschicken. Bring mal rote Beete-Samen mit. So. Zack. Ich mache mit dem Thema Safe nur Werbung für Abführmittel. Ich habe keine Kacke mehr. Was ist da los? Muss meine ganze Kacke hin. Ich warte ein Level ab. Es stimmt. Moment, bleib hier. Ich
Dann droppt man dein Lieblingsabführmittel. Gute Frage. Im Moment. So, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Am ehesten wahrscheinlich so ein Klistier, womit du mal einfach direkt rausschießt innerhalb von ein paar Sekunden. Oder von ein paar Minuten eher. Von ein paar Sekunden wäre ein bisschen sehr krass. Das Problem ist jetzt, ich kann ja nichts Neues holen. Machen, ich muss gleich mal... Und ich muss gleich denen was zu essen machen. Ich brauche... Moment. Sven ja auch ein Level up? Tatsache. Erst einnehmen, wenn man schon auf der Schüssel sitzt. So schnell nun auch nicht. Ach, da hinten ist das Anhängerfleisch. So. Sollte ja wohl reichen, um eben ein bisschen Stuff zu bauen. Einmal die Holzhütte. Hier und hier hin. Baut mal eben. Zack, 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 zack. Was? Oh. Alex ist gerade gestorben. Nun. Feels bad, man. Nehm ihn mal mit. So. Alex wurde begraben. Ist das Ding schon wieder voll? Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Kannst du mir helfen? Okay. Wenn du meinst. Komm her, Weber. Wollt ihr gerade kotzen gehen? Du ehrst mich, großer Anführer. Ich bin dir ewig dankbar. Jetzt bist du krank. Weil du Scheiße gegessen hast. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Die Kotmahlzeit ist einfach ein Abführmittel. So. Was kann ich denn in großer Menge kochen? Beerenmahlzeiten. Dann ballern wir jetzt einfach mal ein paar Beerenmahlzeiten hier hin. Kommt alle essen. So. Zack. Da ist noch ein bisschen Kacke drin. Die nehme ich gerne mit. Die andere Kacke musste ich ja gerade zwangsweise verfüttern. Oh wait, ich muss meine Dinger dann noch aufwerten. Bei Sango fehlt ein großer Bumerang. Nun. So, alles aufgegessen. Okay, dann mehr Beerenmahlzeiten. So, da kommt der hungrige Woggel. Als ob das Ding schon wieder voll ist. Ich war legitim vor 2 Minuten hier. So, was habe ich überhaupt noch zum Aufwerten? Hier bin ich fertig. Da bin ich auch fertig. Das sind nur noch legitim 3 Sachen, oder? Das sind nun, oder beziehungsweise jetzt nur noch 2 Sachen. Da hat jemand hingeschissen.
Nicht so cool. Wobei, doch, es ist ganz cool. Also kriege ich wieder ein bisschen Kacke. So. Hunger ist auch erstmal soweit besänftigt. Woggle, das klingt sehr lecker. Würde ich auch essen. Bitte? Nein. Woggle hat keinen Kot gegessen. So. Ich habe gesehen, dass jemand Kacke weggemacht hat. Die habe ich direkt aufgesammelt. So. Dann ist soweit hier alles wieder ready. So, du kannst noch gerne noch ein paar Blumen da reinschmeißen. Missionar ist unterwegs. Meine Opferaltare geben mir noch ein bisschen Sachen. Da schmeißen wir noch ein bisschen Brennmaterial rein. Jo. Oh, Selden hat ein hohes Alter erreicht. Okay. Dann auf zurück in den Dungeon. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Habe ich hier noch ein bisschen was für dich? Nein. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Aber der Boss ist schon... Oh Gott, ein Hammer! Oh no. Ja, doch, ich glaube, wir resetten das mal. Junge! Lass mich gehen! Kein Hammer für einen Gegner, der relativ schnell ist. Nee, du. Ich verzichte. Also ein Schwert wäre cool, eine Axt ist auch voll okay, Dolch lieber eigentlich nicht und die Handschuhe auch nicht. Ja, Axt, perfekt. So, das klingt alles sehr gut. Welcher Effekt ist das? Ach, das. Das ist auch okay. So, ich habe meine Axt gerade nicht bei mir. Was? Ich habe die Kugel legitim nicht gesehen, die da auf mich zukam. Beschwöre eine neue Waffe mit erhöhter Stufe. Okay, was haben wir denn? Was? Oh, wait, das ist die Waffe. Habe ich die jetzt nur für den Raum? Was habe ich da jetzt für eine Waffe? Moment. Das gnadenlose Schwert. Ist auch nicht so stark. Ah, wait, das ist schon mal... Der hat die schon ausgewechselt. Wobei, mehr Crits? Why not? Das könnte gut sein. Ja, oder wir können auf die ganze Zeit hin und her rollen. Und machen dann einfach mit der Rolle die ganze Zeit die Angriffe. Junge, hör auf rumzuhüpfen wie so ein Sack. Ich
Ich habe zwar ein bisschen Abklingzeit auf meiner Rollbombe, aber theoretisch könnte ich einfach eine Rollbombe die ganze Zeit machen. Hilfe. Und ich höre die ganze Zeit die Crits fliegen. Ja, stimmt, ich könnte, wenn ich das immer weiter mache, immer stärkere Waffen kriegen. Nun. Das Problem ist halt, ich kann mir nicht aussuchen, ob ich die Waffe behalten möchte oder nicht. Jetzt aktuell, ne? Stufe 2. Geht das noch höher? Oh, Max ist dann noch im Alter gestorben. Ja, jetzt sind wir Stufe 21 schon. Wie sieht's aus? Komme ich irgendwo vorbei, ohne zu kämpfen? Nein. Aber da kriege ich Ressourcen. Da kriege ich... Herzen brauche ich nicht. Und Holz. Wait, kriege ich da Scheiße? Ist es legitim, einen Raum mit Scheiße? Den will ich mal besuchen gehen, aber ich gehe außen rum. Thunfischfleisch, ich nehme Blumenkohl. Ich kann die einfach alle töten. Wie gemein von mir. Was? Sorry. Das war nicht Absicht. Ich bin ja schon voll. Ich kann mit dem Herzen nichts anfangen. So. Du hast sehr nervige Viecher, die du beschwörst. So. Was passiert, wenn ich ein bisschen Lebensenergie opfer? Ein rotes Herz für Herzen. Ah, ich habe blaue Herzen bekommen. Okay. Oh, wait. Ist da gerade ein Herz gedroppt? Cool. I take it. So. Was ist das? Kann man nicht mal abbringen von seinem Angriff. Ekelhaft, sowas. Ah, das hatte ich. Das wusste ich gerade gar nicht mehr. Was? Was Spinnen aus der Truhe gekommen? Immerhin geben die mir ein bisschen Fleisch. War das Ding eigentlich wieder voll? Ja. Ich habe eine Idee. Ich aktiviere das jetzt erstmal. Krieg ein neues Schwert, glaube ich. Das Vampirschwert. Dann könnt ihr hier noch ein gnadenloses Schwert stattdessen kriegen. Ist es 22? Du bist auch 22. Dann nehme ich das einfach jetzt mal mit. So, was ist jetzt dieser Kacke-Raum? Ist wirklich einfach ein Haufen Kacke. Wo ich einfach 4 Stück Kacke bekommen habe. Hat sich ja gelohnt, für 4 Kacke das Ganze da zu holen. So. Das ist ein Crit. Ich glaube. Ist ja nur Pling Pling. So. Und einmal siepen. Ich bin wie eine Fliege. Ich werde von Kacke angezogen.
Call me Willy die Scheißhausfliege. Das war damals von einem unserer Lehrer einfach der Name für irgendeine Fliege oder so. Nope. Oh, Neoseph hat ein hohes Alter erreicht. Den habe ich weggecrittet. Cool.